Schauen, was uns hier so erwartet. Okay, Base Lab House Cannon, das sind auf jeden Fall. Ach, was können wir da direkt hinjuckeln? Das wäre natürlich entspannt. Wir das jetzt beides auf Lab stellen. Können wir dann damit schon fahren? Macht das irgendwas? Kann ich hier. Ne, da tut sich irgendwie nichts. Ich weiß auch nicht, ob das zwangsläufig. Ah, okay, hier. Das sieht auch so aus, als würde hier noch der Strom fehlen. Achso, Moment, wir sind auf der Base und wir möchten eigentlich zum Lab. Keine Ahnung, wenn wir das so machen. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert, ne? Mach's gut, schöne Insel. Oh. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, keine Ahnung, ob man das gehört hat, aber auf jeden Fall habe ich nicht mit diesem Ladescreen gerechnet. Und wenn ich das gerade richtig gesehen habe, laggt im Ladescreen die Aufnahme auch ein bisschen. Also, Bench, dran denken, während der Loading Screens nicht reden. Aber schon mal gut zu wissen, dass wir auf die anderen Inseln rüberkommen. Offenbar problemlos. Da können wir jetzt das Leuchtfeuer anmachen. Richtig? Richtig. Ah, ich verstehe. Okay, das ist also nur. Drüben ist dann offensichtlich 1, hier ist 2. Das ist die Laboratory, also die Kraterinsel, ne? Also ist die Zahl der Blitze wahrscheinlich 2. Wir sind doch hier auf Lab Island, oder? Ich muss mal eben gucken. Wo. Ach so, ich kann. Ah, das kann ich auch nur an der Basis einstellen. Und hiermit können wir dann nur immer in die Basis zurückfahren. Also wir können nicht frei zwischen den Inseln hin und her pendeln, sondern wir müssen offenbar immer in die Basis zurück. Hat sich das Charge ein weiter bewegt? Also ein zurück bewegt? Von 8 auf 7 und von 9 auf 8 heißt das, wir können das nicht beliebig oft machen. Gleich nochmal drauf achten. Also im Zweifelsfall können wir das vielleicht wieder aufladen. Ah, okay, und um hier reinzukommen, brauchen wir eben die Cannon. Okay, und das müssen wir aber vorher rausfinden. Und das ist 2 und dann müssen wir die waagerechte Koordinate noch rausfinden. Tja. Ja, ist natürlich unschön. Da unten ist aber noch irgendwas. Kommen wir da. Irgendwo ging es hier nicht. Hier ging es runter. Okay, da kommen wir hier auch noch rüber. Das habe ich gerade völlig übersehen. Dann können wir doch hier bestimmt auch das Knöpfchen drücken. Okay, das macht erschreckenderweise nichts. Das ist weniger als erhofft. Ja, aber cool, man kann da hinten jetzt tatsächlich das Leuchtfeuer sehen. Bei schönem Wetter. Wohlgemerkt. Okay. Wir haben ja immer noch. Also hier tut sich irgendwie gar nichts. Aber wir haben zumindest schon mal das Leuchtfeuer angemacht. Das war vielleicht gar nicht so verkehrt. Und die waagerechte Koordinate. Vielleicht finden wir die noch auf irgendeiner anderen Insel. Wir juckeln erstmal zurück. Sich spontan nichts dran.
Jetzt ist das ganz aufgebraucht. Das ist natürlich unschön. Okay, keine Ahnung, ob wir es jetzt schon verkackt haben, aber wahrscheinlich nicht. Ich weiß gar nicht, ob man sich hier irgendwie komplett im wahrsten Sinne des Wortes festfahren kann. Kommen wir hier noch zu irgendeiner anderen? Können wir hier noch zu Cannon Island? Wir probieren das gleich nochmal. Ich schaue eben hier nochmal ganz kurz rum. Also das ist wahrscheinlich das Teleportergerät hier, oder? Also würde ich mal ganz grob schätzen. Okay. Achso, damit kann ich wahrscheinlich... Oh Gott. Wahrscheinlich nur einstellen, wo ich gerade drehe. Richtig? Richtig. Ja, okay. Gut, das hilft mir aber natürlich auch noch nicht wahnsinnig viel weiter. Muss ich das auf die Koordinaten der anderen drei Inseln einstellen? Fragen über Fragen. So, theoretisch könnten wir... Mal wobei... Moment, sehen wir das irgendwo? Das müsste ja eigentlich... Ah, da hinten. Ja, okay. Da sehen wir es tatsächlich. Okay. Also nicht, dass uns das jetzt wahnsinnig viel weiterbringen würde, aber ich würde noch mal ganz gern da runter gucken. Irgendwie vielleicht geht damit noch was. Aber das ist... Nee, das macht auch nichts mehr. Das ist einfach nur so ein Stromdingsi. Das Minimum. Ja, okay, da sind wir aber drüber. Von daher ist das auch alles schön. Also die Power Installation scheint halt glücklich zu sein. Ja, mit dem Teleskop. Also wir können jetzt natürlich... gucken, ob wir das anvisieren können, aber das bringt uns mit dem Teleskop her wahrscheinlich auch nicht weiter, oder? Das frage ich mich gerade so. Ist auch schön, dass wir erstmal alle Türen offen lassen. Oh Gott, nein, nicht wieder die Treppe hoch. Ja. Man kann die Treppe auch runterfallen. Offensichtlich. Sollte ich mir für den Weg runter merken. Geht dann schneller. So. Ah, Moment mal. Kriegen wir die waagerechte Koordinate? Ja doch, das kriegen wir ja total so raus. Wir können ja jetzt einfach... Moment. Das ist da ungefähr. Insofern können wir... Sehen wir das von hier auch? Da so. Okay, also müssen wir... In welche Richtung drehen wir dann? Also jetzt drehen wir natürlich hoch, das macht natürlich relativ wenig Sinn. Wir müssen ja schon flach bleiben, damit wir das Ding jetzt sehen. Also damit wir das Leuchtfeuer sehen. Und wir müssen auf jeden Fall noch deutlich weiter rüber. Hier so hin. Das könnte man sich wahrscheinlich jetzt genau ausrechnen mathematisch, aber reicht das schon?
Ich befürchte, wir müssen da gleich ganz zurück, wenn das nicht reichen wird. Ja. Es ist halt so minimal da drauf. Okay, wir gehen mal zurück auf 3. Stunden später. Weckt mich, wenn es weitergeht, ja. Aber wenigstens dreht es sich im Uhrzeigersinn. Okay. Jetzt sehen wir das gar nicht mehr. War das schon zu viel? Okay. Also 1 ist es offenbar nicht. 359 ist es nicht. Dann wird es wohl 360 sein, oder? Oder 0000. Aber sollten wir hiermit nicht eigentlich das Signal einfangen können? Und hiermit kann ich ja... Oh, das geht. Ah, okay. Also die waagerechte Koordinate ist 0000, offenbar. Okay, soviel zum Thema Treppe runterfallen. Wenn man es denn mal möchte, geht's nicht. Okay, die Frage ist, kommen wir jetzt noch darüber? An dem Moment, wo mussten wir das einstellen? Ah, doch, drüben an der Tür. Wenn wir da jetzt noch hinkommen. Achso, das braucht einfach offenbar wieder eine Weile, bis ich das lädt, ja. Na, dann geht das ja. Habe ich jetzt überhaupt die richtige Insel eingestellt? Habe ich nicht, ne? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Hier ist auf jeden Fall ziemliches Kackwetter. Und das ist keine Insel, auf der wir schon mal waren. Oder? Ich kann mich nicht an diese Tür erinnern. Auf jeden Fall ist sie zu. Das macht es nicht unbedingt besser. Aber hier kommen wir raus. Okay. Da haben wir keinen Saft. Das ist ungünstig. Ja, man hätte vielleicht darauf achten sollen, auf welche Insel man fährt. Auf welcher sind wir denn jetzt? Ist das hier Cannon Island? Oder ist das House Island? Auf jeden Fall kommen wir hier nicht weiter. Nee, also damit geht definitiv nichts. Ist hier noch irgendwas? Nee, okay. Der Hebel hilft uns auch nicht weiter. Okay, ja, dann eiern wir mal wieder zurück. Entschuldigung dafür. Ja. Hat niemand gesehen. Aber hier ist eh schlechtes Wetter, von daher. Einfach zügig wieder weg. Das passt schon. Okay, willkommen zurück auf Booty Island. Komm, leg an, ich muss aufs Klo. Oh, endlich. Oh mein Gott. So, wo waren wir jetzt? Wir waren auf Cannon Island, okay. Wir wollen aber zum Lab. Also nochmal, weil es so schön war. Was?
Hast du noch nicht wieder fertig aufgeladen? Wolltest du mir das sagen? Offensichtlich. Ich dachte gerade kurz, hier klingelt ein Telefon und war verwirrt. Weil es hier eigentlich kein Telefon gibt. Zumindest habe ich noch keins gesehen. Okay, neuer Versuch. Okay, dann bin ich ja mal gespannt, ob wir mit 2000 die Tür aufkriegen. Irgendwie habe ich da ja meine Zweifel, aber schauen wir mal. Überraschung, es gibt keine Null, das wäre es jetzt. Nein. Nein, ich kann es nicht rückwärts machen. Verdammt. Nein, ha! So, jetzt aber. Man sehe und staune, es funktioniert. Okay, dieser Marmorgang ist ein bisschen irgendwie creepy. Hier beginnt also dieses moderne Zeitalter, ich verstehe. Hier ist auch gleich viel besseres Wetter. Kein Schalter, kein Hebel. Okay. Irgendwie rechne ich fest damit, dass ich hier irgendwas drücken, ziehen oder hebeln kann. Okay, da ist auch eine unsichtbare Wand, da komme ich gar nicht hinter. Sollte das hier wirklich vorerst zumindest rein dekorativ sein? Sieht verdächtig danach aus. Na gut, dann wackeln wir mal hier hoch. Wir gehen erstmal drumrum. Oh, eine Bibliothek. Okay. Da kommen wir nicht rein. Da wir offenbar nicht schwimmen können. Okay, aber dann können wir doch hier bestimmt irgendwie rein, oder? Oh nein, eine Wendeltreppe. Und so ein Teil. Was haben wir hier? Oh, ich habe einen Schlüssel gefunden. Wie außerordentlich praktisch. Mit diesen ganzen Büchern schreit das einfach so ein bisschen nach Geheimfach. Irgendwie macht die Grafik am Rand des Bildschirms oder die Beleuchtung macht seltsame Sachen, aber. Ja, okay. Nee, das ist jetzt auch müßig, hier jedes Buch abzugehen. Der hässlichste Aschenbecher der Welt. Gott, wie viele Teile hat das denn? Wir gehen mal die Treppe hoch. Oder auch nicht. Flach hier. Müssen wir direkt den Kopf einziehen. Oh, mehr Text. Okay. Nette Aussicht hier. Vielleicht. Okay, aber so wirklich effektiv war das jetzt hier nicht, was wir bislang gemacht haben, oder? Also abgesehen davon, dass wir diesen Schlüssel gefunden haben. Na, gucken wir mal. Während einer Bootsexpedition durch das Gewittergebiet, welches sich in der Nähe der Hauptinsel befindet, entdeckte ich eine neue Insel. Die Bedingungen sind aufgrund des Regens und der unablässigen Stürme sehr schlecht und dennoch habe ich eine Forschungseinrichtung über Blitzeinschläge bauen können. Ich habe auch ein System entwickelt, um die Energie der Gewitter einzufangen und diese nach Menra zurückzusenden. Die Blitze werden von einem Antennengitter eingefangen, wobei jede Antenne mit einem Kondensator versehen ist, der die eingefangene Energie an die elektrische Kanone weiterliefert. Wenn man den Knops? Da steht Knops, oder? Also ist das ein P?
wenn man den Knopf anlässt, überträgt er einen Energiestrahl in Richtung der Empfangsantennen gerichtet auf Menra. Die Entwicklung dieser Stromkanone war schwierig. Es geschah mehrmals, dass der Energiestrahl die Empfangsantenne gar nicht traf und erhebliche Schäden verursachte. Zeitweise kommt es auch vor, dass die Kondensatoren verbrennen und einen unregelmäßigen Strom erzeugen, der den Schaltkreis sprengt. Aber das Ergebnis übertrifft all meine Erwartungen. Die übertragene Leistung übertrifft die Leistung anderer Produktionsmittel. Okay. Wir haben also eine fancy Stromkanone. Alles klar. Parallel dazu haben meine anderen Erfahrungen über Stromübertragung ganz unerwartete Resultate ergeben. Nach langen Recherchen entdeckte ich einen Weg, um Materie in einen Energiestrahl zirkulieren zu lassen. Nach umfangreichen Untersuchungen zu diesem Phänomen war ich in der Lage, ein Netzwerk von Teleports zu entwickeln, das es ermöglicht, sofort von Insel zu reisen. Da die erforderliche Energiemenge für Teleportation so enorm ist, musste ich einen Teil der Energie des Antennengitters an die Versorgung des Stromkreises dieses Systems übertragen. Das Funktionsprinzip der Teleporter ist folgendes. Mittels eines Energiestrahls kann die ganze in zwei Teleporter enthaltene Materie sofort ausgetauscht werden. Die Ausrichtung des Strahls ist mit kleinen orientierten Plattformen in der gleichen Richtung einstellbar. Es muss auch in Betracht gezogen werden, dass die Blitze in der Magnetosphäre abspringen. Um die richtigen Ausrichtungseinstellungen zu finden. Also diese Schrift ist. Ah. Um die richtigen Ausrichtungseinstellungen zu finden, habe ich für das Teleskop ein System erfunden. Ein System, das fähig ist, den optimalen Strahlenweg zu erfassen und die notwendigen Koordinaten anzuzeigen. Zielen Sie einfach mit dem Teleskop auf den gewünschten Teleporter und dann suchen Sie nach dem von diesem Teleporter gesendeten Signal. Es funktioniert sehr gut für die Insel, wo sich die Kanone befindet, und für die Insel, wo sich das Haus befindet, aber es scheint, dass das elektromagnetische Signal vom Gewitter gestört wurde. Für diese Insel muss ich selbst die Koordinaten berechnen. Okay. Das muss ich eben nochmal ganz kurz Revue passieren lassen. Also, wir drehen das Teleskop einfach auf den Teleporter auf der entsprechenden Insel, aber den sehen wir doch gar nicht, oder? Wir sehen doch nur den Leuchtturm. Reicht das? Sind das die Koordinaten, die wir brauchen? Ich bin mir nicht sicher. Dann wären wir ja mit 000000 schon mal auf jeden Fall bei der Insel hier, oder? Weil hier ist ja auch gar kein Gewitter. Also irgendwie. Seit meiner Ankunft bemerkte ich zwei seltsame Phänomene. Erstens, zeitweise können sie einen sehr lauten Ton hören, der aus dem Meer stammt. Und dann, nach einer Weile, wird das Meer sehr ruhig, fast still. Ich hoffe, die Ursache für diese Phänomene herauszufinden. Zweitens, das Gebiet. Das Gebiet, in dem sich die ausgestatteten Inseln befinden, ist nicht so ruhig, wie ich es erwartet habe. Des Öfteren gibt es heftige Stürme, die einige Probleme verursachen. Unter anderem den Verlust eines der großen Transportluftschiffe, welches wegen Versorgung anfuhr. Okay. Um während dieser Stürme Schutz zu finden, habe ich ein Haus bauen lassen, und zwar auf einer Hochebene und geschützt durch einen dicken Metallrahmen. Es kann geöffnet oder verschlossen werden durch ein pneumatisches System, das mit einem Schlüssel betätigt werden kann. Aus zusätzlichen Sicherheitsgründen wurde das ganze Anlasssystem und der Code des Safes, in dem der Schlüssel sich befindet, versteckt. Der Teleporter der Insel kann auch vom Haus aus deaktiviert werden. Was? Okay, also es gibt irgendwo. Moment, es gibt irgendwo einen Code und
Das ganze andere System und der Code des Safes, in dem sich der Schlüssel befindet? Versteckt. Das ganze Anlasssystem wurde versteckt, ja, okay. Der Teleporter der Insel kann auch vom Haus aus deaktiviert werden. Okay, hä? Okay.